Shalom Aleichem. Zu später Stunde heute wieder mal, wie ja meistens. Und wir wollen den dritten Tag angehen, nachdem irgendwie der zweite und das, was dazu gesagt wurde, mir auch nicht so wirklich Ruhe gelassen hat, weil es dieses Unabgeschlossene hat. Es beginnt also mit dem dritten Schöpfungswort, Vayomer Elohim. Yikau hamayim mitachat hashamayim el makom echad otire'e hayabasha vayihichen. Also, Gott spricht, es sammeln sich die Wasser, die unterhalb der Himmel sind, also die unteren Wasser, hin zu dem Ort echad, also zu einem Ort oder eben zu dem Ort der Einheit, und es zeige sich Hayabasha, das Trockene, wie es dann übersetzt wird. Wer viel zu diesem Wort Yabasha noch hören will, Unerwartetes, wenn man sich noch nicht mit der hebräischen Sprache so viel befasst hat, der mag bei meinem oft erwähnten, hochgeschätzten Alfred Liebezahl, Axel Nitschke, seligen Andenkens, nachlesen. Der hat zum ganzen zum 7-Tage-Werk oder 6-Tage-Werk sehr, sehr ausführlich eine sehr eigene Sichtweise kundgetan. Und sagen wir mal so, wer schon hinreichend gefestigt ist in seinem eigenen Standpunkt, der noch bereit ist, sich neuen Perspektiven zu öffnen und sie erst einmal einfach hinzunehmen, ohne voreilig zu beurteilen oder verurteilen, dem sei diese recht ausführliche Befassung mit diesem Schöpfungsbericht von Axel Nitschke wirklich ans Herz gelegt, wie man so sagt. Aber kommen wir zum Text zurück. Also es zeige sich die Yabasha, das Trockene. Und dann wird auch wiederum benannt, was dort entstanden ist, nämlich die Sammlung der Wasser wird Meere genannt. Und das Trockene, oder zuerst wird das Trockene benannt als Eretz, also als Land oder als Oretz, je nach Punktierung. Und zu dieser Eretz haben wir schon zum Thema des ersten Tages was gesagt. Dagegen, was wieder auffällig ist, oder was heißt dagegen, es ist wieder auffällig, dass wie auch am ersten Tag bei der Benennung von Tag und Nacht, also von Licht und Finsternis als Tag und Nacht, auch hier wieder das eine im imperfektiven Grammatikmodus oder Aspekt bezeichnet, benannt wird, nämlich die Erde, also wiederum das, was der rechten Seite im Sinne von dem Trockenen gegenüber dem Wasser der linken Seite, also wiederum die rechtsseitige Schöpfungserscheinung, wird mit diesem Imperfektiven, mit diesem immerzu am benannt werden sein ausgedrückt, benannt. Dagegen in der perfektiven, in der abgeschlossenen, also in gewissem Sinne endgültigen Art des Benennens, des Benanntwerdens, erscheint uns dann eben wiederum das Wässrige, die nun gesammelten Wasser, als die Yamim, zunächst einmal die Meere natürlich in dem Kontext, aber es zeigt sich, dass gerade in dieser Pluralform das Wort Yam, Meer, und das Wort Yom, Tag, die ja sowieso schon nah beieinander sind, auch dazu haben wir schon was gesagt, das ist diese Waff bei Yom, beim Tag, also die 6, der Mensch auch, der Haken, der Verbindungshaken, der die J und die Mem, die 10 und die 40 miteinander verbindet und dadurch diese Struktur der 1-4 in besonderer Weise, sagen wir mal, kenntlich macht, offenbar werden lässt. Das ist also der Yom, dieses Geordnete, auch das, was mit dem Licht, mit der Lichtseite assoziiert ist für unser menschliches Wahrnehmen. Das ist Yom. Und Yam ist das, wo diese 6, der Mensch sozusagen, fehlt mittendrin. Und da ist diese 1-4, diese 10-40, eben diese bedrohliche Ur-Chaos, Gewalt, könnte man sagen. Nicht nur auf dieses Negative zu reduzieren, es ist eben auch das Potenzial, aus dem sich alle Möglichkeiten, in diesem Sinne vor allem
Möglichkeiten des Zeiterlebens und Zeitempfindens schöpfen. Schöpfen lassen. Schöpfen. Und nun aber im Plural gibt es diesen Unterschied nicht mehr. Da ist einfach Yamim. Yodmem, Yodmem. Also 1040, 1040 beides geschrieben. Man könnte also diesen Satz auch übersetzen als und die Ansammlung der Wasser nennt er Tage. Und so ist es ja auch noch einmal der Hinweis, dass gerade in dieser wässrigen Erscheinung in der Schöpfung, dem Wasser, dem, was auch als Meere uns erscheint, eben auch dasselbe Prinzip wie die Tage, also ein sehr wichtiges Einteilungsmodell für unser Zeiterleben, Zeitempfinden. Dass dieses beides sehr eng, auch sprachlich wirklich beieinander ist. Natürlich könnte man Yamim auch einfach als das Meer des Meeres, Yam Yam, lesen. Aber hier sind wie so oft in Mehrdeutigkeiten kaum Grenzen gesetzt. Und man muss es nicht, aber dazu dann sei wieder auf Alfred Liebezahl verwiesen, der genau diese Art des auf die Spitze Treibens der Mehrdeutigkeiten wirklich sehr schön illustriert. Dadurch, ob freiwillig oder unfreiwillig, vermag ich nicht einzuschätzen, auch die Gefahren dieser Art von allzu freier Herangehensweise an den Urtext der Bibel verdeutlicht. Und ich denke, wenn man sich eben mit seinen Schriften befasst, wird man wissen, was ich damit jetzt meine an dieser Stelle. Also es sei jedem doch ans Herz gelegt, wenn er sich auch mit solcher Art von freier Herangehensweise an die Urschriften befassen mag, die massoretische, also die überlieferte Punktierung, Vokalisierung des Bibeltextes nicht als völlig willkürlich zu betrachten, sondern sie schon immer als Leitfaden und als Anker, sozusagen als Rückbindung an die breite Allgemeinheit, die eben vor allem so diesen Bibeltext hat und für den Wahren hält, immer daran zurückgebunden zu bleiben, wenn man sich auch in die sehr viel freieren Möglichkeiten der Auslegung und der Übersetzung heranwagt. Das mal so am Rande. Nun greifen wir aber vor allem das Thema vom zweiten Schöpfungstag noch einmal auf, was eben dort nicht abgeschlossen werden konnte, diese Wasserthematik. Dass also das Wasser und die Rakia, die diese Wasser in die oberen und unteren gespalten hat, und damit dieses Werk der Trennung, was eben auch mit der Wasserseite unserer Welt, der gesamten Schöpfung zu tun hat, dass das, was am zweiten Tag dort also angefangen wurde, als nötiges Moment, um dieser ganzen Schöpfung die Dauer zu verleihen, das findet sein Gutes, sein Tov, also eigentlich den Abschluss seiner Bestimmung sozusagen erst an diesem dritten Tag. Das wurde ja alles schon angedeutet in dem letzten Monolog, dass also jetzt bei dem eben beschriebenen die Sammlung der Wasser dazu führt, dass das Trockene auch hier unterhalb der Rakia, also in der irdischen Seite der Wasser, in den unteren Wassern sichtbar wird. Sodass also dieses Erlöstwerden aus den unteren Wassern heraus vermittels dieses Trockenen geschieht, also dem komplementären Gegensatz zum Wasser, der hier auch schon uns möglich ist, der sogar die Grundlage ist, dass hier überhaupt das Leben im Sinne von, was dann zunächst als Pflanzen uns erscheint, aber das wird dann auch gesagt, die wachsende Seele, also das Seelische, das bereits wächst. Es ist noch nicht das, was sich bewegt, das wird dann erst im späteren, am fünften Schöpfungstag erscheinen. Aber an diesem dritten Schöpfungstag, in der zweiten Hälfte dann, ist eben auf der Grundlage dieses Trockenen, was sichtbar geworden ist, die erste Grundlage, sichtbar werdende Grundlage auch allen dann folgenden höheren Lebens gegeben. Und wir haben schon was dazu gesagt, dass diese dritte Stelle in der Siebenheit
in vielerlei Hinsicht einen Zwillingscharakter birgt in sich. Das ist dann an diesem dritten Schöpfungstag eben auch die Spaltung des Tages in die erste Hälfte und die zweite Hälfte, die auf den ersten Blick nicht so viel miteinander zu tun haben und auch zwei unterschiedliche Gottesworte, Schöpfungsworte, also zweimal wird gesagt, Vayomer Elohim, und an den beiden ersten Tagen war jeweils nur ein solches Schöpfungswort gegeben. Und nun ist der dritte Tag eben von auch dieser Zweiheit gekennzeichnet. Und ebenso bei den Patriarchen steht eben hier Jakob an dieser dritten Stelle, der ein Zwilling ist mit Esau auf der anderen Seite, als seinem ihn vervollständigende andere Seite. Und auch bei den Pflanzen hatten wir was dazu gesagt, dass der Wein eben an dieser Stelle steht mit seiner Möglichkeit der Heiligung auf der rechten Seite und dem Rausch auf der linken Seite. Und das Eisen als Metall natürlich auch sehr zwiespältig, als auf der linken Seite dem Waffenschmieden als Rohmaterial dienend, auf der rechten Seite aber auch jede Art von konstruktiv einsetzbarem Gerät, also sei es irgendwie Werkzeug, um die Erde zu bearbeiten, landwirtschaftlich oder künstlerisch etwas zu gestalten und so weiter. Da möge jeder selbst einmal in sich gehen. Natürlich könnte man sagen, auch andere Metalle sind dafür mehr oder weniger geeignet, aber das Eisen ist in dieser Hinsicht doch besonders auch traditionell einfach das gebotene Material sozusagen, oder das bevorzugte Material. Metall vor allem. Und wenn wir jetzt schon diese Zuordnung haben von den Patriarchen zu den Schöpfungstagen und den Zwillingscharakter der Patriarchen bei Jakob und Esau sehen, können wir mal gucken, ob wir nicht auch Jakob und Esau auf die beiden Hälften dieses Tages ein wenig übertragen können, beziehen können. Da würde sich so etwas anbieten wie, dass Esau als der Erstgeborene natürlich auch die erste Hälfte dieses dritten Tages ist, dass also dort das Trockene sichtbar wird, auf dem dann das Leben in der zweiten Hälfte dieses Tages in Form der Pflanzen, des Pflanzenwachstums erscheinen kann. So wie eben nur dadurch, dass Esau als erster erscheint, Jakob als die innerliche Seite der Existenz des menschlichen Wesens diesen an der Ferse sich festhalten und mit hinausgezogen, herausgezogen werden und so mit erscheinen möglich ist. Also das wirklich innerlich sich Regende als das Leben dieser Erde ist dann ungefähr das, was wir auch in Jakob als Figur im biblischen Narrativ wiederfinden. Während aber das, worin sozusagen erst einmal die Erscheinung ermöglicht wird, oder worauf, woran, wie auch immer, welches Wort man jetzt dafür nehmen möchte, ist also Esau. Esau ist die Grundlage für die Erscheinung von Jakob. Das Äußerliche, der Körper, ist die Grundlage für das Erscheinen des Innerlichen, des Seelisch-Geistigen des Menschen hier in dieser Welt. Wohlgemerkt, wir sprechen von dieser Welt, wie sie uns hier gegeben ist, als dieser siebte Tag letzten Endes. Wir sprechen eben von diesen vorgelagerten Schichten oder von diesen tieferen Schichten dieses siebten Tages, die in den ersten sechs Schöpfungstagen uns gegeben werden als Grundstruktur und dann in solchen Bildern wie eben den sieben Patriarchen, sechs Patriarchen, bis dann der siebte David für diesen siebten Tag steht und eben auch in all diesen anderen Siebenheiten noch einmal ausgeschmückt werden in der näheren, detaillierteren Charakterisierung dieser Schichten. Und diese dritte Schicht, also das haben wir auch im letzten Teil schon angesprochen, schließt zunächst einmal etwas ab, nämlich die erste Dreiheit, die aus der rechtzeitigen Sphira Chesed am ersten Tag, diesem Licht aus der Finsternis oder in die Finsternis hinein, Ordnung aus dem Chaos, dann direkt mit sich bringt, den zweiten Schöpfungstag, wo diese Trennung notwendig ist, die Spaltung, die Dehnung könnte man auch sagen, also auch die Rakia, die Feste, das Firmament, wird ja gelegentlich als die Ausdehnung übersetzt. Denn dieses Platthämmern, wovon diese Wurzel, von dessen Wurzel dieses Wort Rakia abgeleitet ist, ist ja auch ein Ausdehnen eines sonst kompakteren,
kompakteren Form. Wenn man sie platt hämmert, wird sie ausgedehnt. Und so ist eben auch das Prinzip der Rakia mit diesem Ausdehnen und im übertragenen Sinne aufs zeitliche Erleben übertragen, eben dem Dauergeben assoziiert. Und das ist eben diese Gewirra, das, was auch Isaac mit seiner passiven Seite, mit seinem passiven Wesenszug so repräsentiert, dass dort in Form von so etwas wie den geordneten Naturgesetzen, auch das haben wir schon mal, glaube ich, angesprochen, dem Urimpuls der Schöpfung aus seinem Überfluss an Kreativität und Liebe zum Sein einfach, dass diesem Urimpuls erst Gestalt und Dauer gegeben werden kann, wenn eben, sagen wir mal, verlässliche Gesetze dieses so Entstandene beherrschen, dass nicht alles nur ein kontingentes Chaos bleibt, ein Wuchern, was das dann mit dem Begriff der Entropie im heutigen physikalischen Sprachgebrauch sozusagen immer nur ein Streben hin wieder zum chaotischen, zum ungeordneten Zustand ist, dann mag der Ausgangsimpuls noch so eine schöne Form zeigen, wenn er sofort wieder überall an jeder kleinen Stelle in neue, unerwartete Ausprägungen sich weiterentwickelt, dann entsteht nie etwas, was für uns zumindest fassbar wäre als eine harmonische Form. Denn wir brauchen Regelmäßigkeit, um Harmonie feststellen zu können. Zwar bringt diese Art von Wille zur Regelmäßigkeit auch mit sich, dass auch das Unregelmäßige demgegenüber uns mit einer Wertung versehen nur erscheinen kann. Es ist dann sozusagen das Nichtharmonische und das Hässliche oder das Unsichere gegenüber dem Sicheren, und so ist direkt diese Dualität uns mit auf den Weg gegeben oder uns wie ein Stempel oder ein Siegel aufgeprägt in unserer Wirklichkeitsauffassung. Aber nur zu diesem Preis können wir eben überhaupt etwas als Form wahrnehmen und nicht alles nur in einer Art formlosen Substanz hinnehmen, ohne es näher auf uns als etwas Eigenes beziehen zu können. Also auch diese Möglichkeit, als Individuum existieren zu können, hat natürlich mit dem Prinzip der Zweiheit zu tun, denn die allererste Urspaltung sozusagen steckt auch in jeder weiteren Aufgliederung zu einer auch noch so großen Vielheit als die erste Basis drin. Und dieses Grundprinzip der Zweiheit ist eben in dieser zweiten Sphira, dieser Gvira, auch in Form des klar definierten Naturgesetzes sich ausdrückend. Und aus diesen beiden, dem kreativen Urimpuls, dem Naturgesetz, der Liebe, der Gerechtigkeit, Abraham und Isaac, Licht in der Finsternis und Spaltung zwischen den Wassern und Strukturwerdung von Hierarchie, könnte man ja auch sagen, daraus ergibt sich dann als Frucht eben dieser dritte Tag, der eigentlich als das, was der zweite Tag als Möglichkeit zum Andauern angestoßen hat, zu einem vorläufigen Höhepunkt, nennen wir es mal, bringt. Ich will gar nicht sagen Ende, denn es geht ja direkt weiter. Diese erste Triade, die so entsteht, hat ja direkt in sich den Impuls, zu sich gewissermaßen zu externalisieren, also so Gott will, kommen wir an späterer Stelle noch einmal auf diese Gesamtzusammenhänge dieser sieben Schöpfungstage und vor allem der sechs Schöpfungstage zu sprechen. Und da wird sich dann noch deutlich zeigen lassen, dass eben diese obere, also die Dreiheit aus 1, 2 und 3, also 1., 2. und 3. Schöpfungstag, gerade so eine eher interne Grundkonstitution, zum Beispiel des menschlichen Wesens, aber überhaupt des Wesens der ganzen Schöpfung ausdrückt, während dann die darauf aufbauenden bzw. noch einmal bis tiefer hinabsteigenden 4., 5. und 6. Sphira und eben auch Schöpfungstage, also diese Schichten, wenn wir es so nennen wollen, dann die nach außen dieselben Prinzipien nun noch einmal nach außen tragenden, das nach außen tragen dieser ersten Triade, sich in der zweiten Triade zeigt. Umständlich jetzt ausgedrückt, aber schon jetzt, wenn wir in diesen etwas kürzeren Beschreibungen der einzelnen Tage zum 4., 5. und 6. kommen, wird es sicherlich nochmal hier und da anklingen. Aber jetzt sei es nur.
schon einmal vorweggenommen in diesen kurzen Andeutungen. Nun könnten wir es vielleicht auch mal so betrachten, dass, wie eben gesagt, die erste Hälfte dieses dritten Tages eigentlich noch erst die Vollendung des Werkes vom zweiten Tages darstellt und die eigentliche, nennen wir es mal, jetzt nur provisorisch bitte verstehen, die Hauptschöpfung, die eigentliche an diesem dritten Tag, also der zweite, die zweite Hälfte ist, nämlich das Pflanzenwachstum. Und also das, was noch in der ersten Hälfte des dritten Tages geschieht, dieses Sichtbarwerden des Trockenen der Erde, das ist eben nur noch die Vorbedingung, um die eigentliche Hauptschöpfung dann hervorzubringen. So wie man eben dann auch den Esau als die Vorbedingung für Jakob sehen kann, aber natürlich nicht nur jetzt auf dieses Zwillingspaar selbst beschränkt, sondern auch darüber hinaus alles, was sich in dieser körperlichen Seite und der seelischen Seite widerspiegelt, was dann auch im gelobten Land die Städte, die befestigten Städte und Häuser der kanaanitischen Völker sind, die Esau-Seite, die körperliche Seite, die aber letztlich von dem Israel bewohnt werden sollen, das inzwischen seinen Gang durch die Wüste vollbracht hat und eben dieses Land am Erobern ist. Also auch da ist wieder die Seele das, was zwar nicht als erstes in dem gelobten Land ist, aber es findet dann dort etwas vor, was nur dadurch da sein kann, dass eben schon die körperliche Seite der Existenz den Vorrang hatte, hier in dieser Welt, in der zeitlichen Betrachtungsweise. Und so ist es dann eben auch wieder mit dieser ersten und zweiten Hälfte des dritten Schöpfungstages, dass wir genau dieses Prinzip wiederfinden. Auch Kain und Abel wurden schon einmal in dem Zusammenhang angesprochen. Ein Grundmuster einfach dieser Schöpfung. Also betrachten wir erstmal ganz allgemein, was ist diese Pflanzenwelt? Der Farbe nach herrscht das Grün üblicherweise vor, wenn man sich das so einfach mal vorstellt, ganz plastisch. Das Grün, wird auch gesagt, ist die Zusammenfassung oder besser gesagt die Synthese, der Zusammenfluss von, das wird nicht nur gesagt, das kann man auch ganz einfach nachmischen mit physischen Farben, die Mischung eben von dem Gelb, das dann auch der Vergangenheit zugeordnet wird, die goldene Vergangenheit, die Gelbe, der Osten, der Kedem, der Ursprung, das Gelbe und das Blaue, das Techelet, Farbe des Meeres, wie es mal in einem Midrasch charakterisiert wird, aber auch in anderer Ausdrucksweise, die Farbe des Himmels, jedenfalls Techelet, aus welchem genauen Tier es dann entsteht, im biblischen Mythos ist wieder eine andere Thematik, da haben wir eine Schnecke, also eine Wasserschnecke, also wieder dieses Prinzip des Schneckenhauses, der Spirale also, aber da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Jedenfalls aus der Blau der Zukunft und der Gelb der Vergangenheit ergibt sich die Grün der Gegenwart. Also wenn in der Bibel explizit etwas von der Farbe Grün gesprochen wird oder in der Überlieferung, dann sei man immer dessen eingedenkt, dass es sich dabei eben um diese Farbe der Gegenwart handelt, wenn diese Gegenwart als die Vergangenheit und Zukunft in sich vereinende Ganzheit erlebt wird. Also nicht irgendwie eine Gegenwart, wie sie meist uns profanisierten Menschen im Alltag begegnet, so etwas Flüchtiges, nicht Greifbares, was sich abgespalten erlebt von Vergangenheit und Zukunft. Das ist sozusagen der siebte Tag, wenn er den sechsten Tag und den achten Tag völlig vergessen hat oder nicht mehr an ihn glaubt oder einfach schlichtweg davon abgetrennt ist, also wenn man auf diese Wüstenreise sich beschränkt erlebt und weder ein Vorher noch ein Nachher zu kennen glaubt. Also wenn man, grob gesagt, auf diese äußerliche physische Welt, sich, wie sie uns umgibt, sich beschränkt fühlt, wenn man nicht daran glaubt, dass man irgendwie aus einer anderen Daseinssphäre hier hinabgestiegen ist und entsprechend auch nicht glaubt oder darauf hofft, aus dieser Sphäre hier noch einmal in eine höhere oder einfach in eine andere Sphäre
zu aufzusteigen oder auch hinabzusteigen, wie auch immer man es betrachten will, sondern wenn man einfach ganz fatalistisch sozusagen meint, dass hier in dieser materiellen Wirklichkeit alles erschöpft ist, sich alles hierin erschöpft, dann ist man sozusagen gerade nicht in der Gegenwart am Leben als dieses Grün, was gelb und blau Vergangenheit und Zukunft in sich enthält, sondern in Wirklichkeit ist man nur in so einem farblosen Nichtigkeitserleben. Und entsprechend wird man auch ein recht nihilistisches Weltbild vermutlich zumindest in sich tragen. Ob man es dann nach außen verkündet, mag durch unsere menschliche Heuchelei dann etwas verzerrt sein und man kann vielleicht die schönsten Ideologien behaupten von sich. Und diese Grünheit, also das Grüne, zeigt sich eben in der Natur, ganz besonders in der Pflanzenwelt, in dieser relativ, man könnte sagen, keuschen Form des Lebens, also in dem, wo zwar einerseits auch noch nicht eine besonders hohe Stufe erreicht ist, im Sinne von noch keine Freiheit zur Bewegung, im Sinne, wie es dann bei den Tieren und eben dem Menschen gegeben ist, aber dafür eben auch eine Unbeschwertheit, also ein Gelassensein, könnte man sagen. Die Pflanze ist ohnehin so vollkommen der sich bewegenden Mitschöpfung ausgeliefert, Umwelt ausgeliefert, dass sie quasi gar keine andere Wahl hat, als einfach dem Gelassen entgegenzuschauen. Wobei Schauen ja schon natürlich ein ganz falsches Wort eigentlich ist, wenn wir es aus dem rein physischen Sinne mit den Sinneswahrnehmungen betrachten. Die Pflanze vermehrt sich auch nicht in diesem selben Akt der Fortpflanzung, wie es dann ab den zumindest höheren Tieren eben der Fall ist. Also einer eben wirklich direkten körperlichen Vereinigung, die dazu nötig ist, sondern es bleibt mit einer Distanz behaftet, die Bestäubungen und die Verbreitung der Samen und so weiter geschieht immer auf viel indirekterem Wege. Es sind dafür andere Lebewesen sozusagen zuständig, sei es bei Bäumen die Früchte, die gegessen werden und deren Kerne, also Samen wiederum, dann an anderen Stellen eben fallen gelassen werden von den Essern und dort dann, so Gott will, im besten Sinne dieses Ausdruckes, es auf fruchtbaren Boden fällt und etwas Neues daraus hervorwächst, also eine neue Generation dieser Pflanze. Oder wie es dann bei den Blumen mit den Bienen, die bestäuben, der Fall ist, wo also diese Tiere einen ganz großen Teil ihrer Existenz sozusagen zu diesem Beruf machen, bestimmte Pflanzen zur Fortpflanzung zu bringen, zum Weiterbestand zu verhelfen. Und in diesem Sinne sind Pflanzen also ein Ausdruck der völligen Gelassenheit, sich ausliefern dem Schicksal und eben auch dafür, dass dieses Vertrauen belohnt wird. Denn Pflanzen bestehen weiter. Sie sind, wenn wir diesen Schöpfungsbericht zugrunde legen, die Urform des Lebens hier, zumindest des erscheinenden Lebens, sagen wir mal, und des sich eben wachsenden Lebens. Ich glaube, Nefesh Matzniach. So ungefähr wird es dann in der Überlieferung genannt. Also die Wachstumsseele, die dort in den Pflanzen sich ausdrückt. Und sie, so wie sie der Ursprung sind, so sind sie heute immer noch vorhanden. So werden sie wohl auch immer weiter vorhanden sein müssen, denn wenn die Pflanzen nicht mehr wären, würde auch alles, was auf ihnen aufbaut, nicht mehr sein können. Zumindest nicht auf mittlere Sicht, geschweige denn auf lange Sicht. Und ein weiteres wichtiges Charakteristikum der Pflanzenwelt, jetzt ganz wieder von diesem biologischen Standpunkt aus betrachtet, ist, dass sie gerade die zwei Elemente der rechten und der linken Säule in unserem schematischen Modell beides brauchen, sozusagen von beiden Seiten das aufnehmen, um dann als das, was in der Mitte steht, die Synthese, eben das Ergebnis selber zu sein von diesen Kräften. Da haben wir nämlich auf der rechten Seite die Hitze oder die Wärme und vor allem auch Licht, Qualität und Kraft und links eben diese wässrige, dunkle Seite der Kraft. Und
Zum Beispiel könnte man es einfach erstmal auf die Lichtphotosynthese, die Pflanzen brauchen, in aller Regel zumindest Sonnenlicht, um daraus eben ihre Nährstoffe beziehen zu können, beziehungsweise ihre Kraft, um Nährstoffe verwerten zu können, zu beziehen. Und auf der anderen Seite brauchen sie natürlich auch Wasser, was ihnen die Nährstoffe aus dem Boden liefert. Und auch, dass die rechte Säule dem Licht oder dem Tag und die linke Säule der Nacht oder der Dunkelheit zugeordnet ist, zeigt sich eben daran, dass das Licht, was die Pflanze für ihre Photosynthese benötigt, von oben, vom Tageslicht der Sonne insbesondere kommt, während das Wasser der linken Säule, was die Pflanze ebenso notwendigerweise braucht, gerade aus dem Dunkeln des Erdreiches, also aus der Verborgenheit sozusagen oder aus der Finsternis, sich vermöge ihrer Wurzeln eben ansaugt oder aufnimmt und dabei eben dann die Nährstoffe dieses Bodens auch mit aufsaugt. So ist also wiederum hier, wir sind ja am dritten Tag, der in dieser Mittelsäule ist, auch da in diesem ganz plastisch, natürlichen, biologischen Bild, diese Synthese ausgedrückt von der einen und der anderen Säule, aber hier jetzt vor allem eben der ersten und der zweiten Sphira, in dieser dritten. Und so haben wir eben das, was sich dann als Tief Eret, als diese Pracht, Harmonie, Schönheit, wie man es auch übersetzen will, ausdrückt. Also diese Wurzel von Tief Eret, Pa'ar in der Regel wird sie genannt, also Pe, Alef, Resh, kann man schon wohl am ehesten so mit glänzen, prächtig sein, vielleicht auch erstrahlen oder dergleichen, leuchten sogar in Verbindung bringen. Und dieses, ja, die Schönheit, also diese Tiferet wird ja auch als das Herz dieses ganzen Sphirot-Baumes oft zumindest bezeichnet, oder oft trägt sie anstatt dem Namen Tiferet eben Rachamim, also den Namen dieser gesamten Säule im Endeffekt. Und Rachamim eben auch das mit der Rechem, also mit der, also natürlich erstmal Rachamim von Rachem, von der Barmherzigkeit, aber eben Rechem genau gleich geschrieben, die Gebärmutter, das also was überhaupt erst wirklich hervorbringt, die Frucht, worin die Frucht heranreift. Und da finden dann eben diese beiden scheinbar sich zunächst als Opposition gegenüberstehende Kräfte und eben Säulen insgesamt ihre Synthese. Und das ist dann eben diese dritte Schicht des dritten Tages. Und insbesondere die Pflanzen sind es, die uns dieses Prinzip ganz anschaulich machen. Die Bäume oder den Baum. Etz peri, hausse peri. Und dann noch so etwas, ein Zusatz wie Asher zar'ovo, in welchem, also in welchen, also Etz peri, Baum der Frucht, hausse peri, machend Frucht, ein Baum der Frucht, auch machend Frucht, Asher zar'ovo, in welchem sein Same darin ist. Also es geht um dieses Prinzip, der Baum bringt die Frucht hervor, die Frucht selbst enthält wiederum den Samen, aus dem dann eben wieder Frucht, also wieder ein Baum entstehen kann, der wiederum Frucht hervorbringt. Also dieses Wachstumsprinzip, Fortpflanzungsprinzip, wie das Wort Baum überhaupt, dazu haben wir schon was gesagt im Zusammenhang mit der Zahl 160, die eben dieser Wert vom Wort Etz, Baum ist. Der Baum schon als natürliches Bild eben diesen Wachstum und Entwicklungsgedanken sehr plastisch uns vor Augen stellt. Und das drückt sich natürlich noch einmal gesteigert, potenziert sozusagen in dem Bild des Fruchthervorbringens aus, wenn in diesen Früchten wiederum der Same ist, der zu neuem Wachstum einer neuen Generation, Bäume eben, in dem Fall Sträucher und so weiter, führt. Und das Wort des Samens, also wir haben ja am zweiten Tag zum Beispiel gesagt, dass
dort bestimmte Begriffe sehr häufig vorkommen. In drei Versen dieses zweiten Tages kommt fünfmal das Wort Maim, Wasser, und fünfmal das Wort Rokia, die Feste oder das Firmament vor, sodass das eben sehr prägende Prinzipien sein dürften an diesem zweiten Schöpfungstag für diese zweite Sphira und eben diese zweite Schicht, wenn wir so wollen, in noch sehr tiefen Bereichen des Unbewussten, wenn man es mit diesem Wort bezeichnen will. Da ist also Wasser und dieses Trennen, diese trennende Ausdehnung das Herrschende gewesen, das Beherrschende gewesen. Und dann in der nächsten Schicht, die darauf aufbaut, an diesem dritten Tag, die dritte Sphira, ist es jetzt ein Begriff, der sehr häufig vorkommt. Vielleicht kurz bei der nächsten Pfeifenpause zähle ich es kurz im Bibeltext nach. Die Schrift, die Zunsbibel, das als Hebräisch ist, von rechts nach links zu blättern und zu lesen. Das eine der empfehlenswerteren Übersetzungen im deutschsprachigen Bereich, mit dem hebräischen Text daneben, sozusagen fast interlinear, nicht ganz. Zerah, der Same, beziehungsweise nicht immer nur in dieser Form, aber diese Wurzel, oft als Masria, also das Samen tragend, Samen bringend übersetzt oft. Und ich sollte wohl kurz nachziehen, bevor ich weiter. Das sind also zwei Verse, die eigentlich nur über die wirkliche neue Erscheinung dieser zweiten Tageshälfte sprechen, über die Pflanzen eben. Und in diesen zwei Versen kommt sechsmal das Wort oder ein Wort vor, was zumindest in der Wurzel dieses Zera, sein Resch ein, Samen hat. Der Same ist also auch wiederum dieses Prinzip des sich Vermehrens sehr stark ausdrückend. Wir wissen ja auch, dass dann gerade auch auf den Menschen bezogen, dass ganz wichtige, eigentlich das erste Gebot, könnte man so sagen, in der Bibelerzählung, Peru Urevu, das seid fruchtbar und mehret euch, gesagt wird. Wo also auch, zwar taucht nicht direkt das Wort Zera auf in dieser Formulierung, aber natürlich geht es damit einher, dass der Same genau dafür das materielle Vehikel ist, sowohl eben auf Ebene der Menschen oder der höheren Tiere, als auch schon als Saat der Samen von Pflanzen, von der Pflanzenwelt. Und dieses Wort Zera, Same, ist auch relativ bekannt, wer sich schon ein bisschen mit dieser hebräischen Sprache und überhaupt der Überlieferung der Juden, des jüdischen Brauchtums befasst hat, dass da viel zu gesagt wird, und das wollen wir an dieser Stelle gleich auch noch einmal tun. Ja, das Wort Zera, Same, wird in der Überlieferung dann auch gelesen als Se-Ra. Se, da würde dann sozusagen korrekt geschrieben noch ein He eingefügt werden, aber genauso ausgesprochen. Se heißt dieses, dies ist Ra. Und Ra, Resch eingeschrieben, ist böse, das Böse. Zumindest eine der wichtigen Bedeutungen dieser Wurzel. Also Same, Zera, Zera, dies ist das Böse, dies ist Böses. Nun ist das natürlich ein Widerspruch. Einerseits das allererste Gebot an den Menschen, also an die Krönung der Schöpfung, die Krone der Schöpfung, vermehrt euch, seid fruchtbar und vermehrt euch. Dann aber das Vehikel, um uns zu vermehren, ist eben der Same, dies ist das Böse. Also etwas überspitzt gesagt, das Böse dient uns dazu, überhaupt dem Haupt, dem allerersten Gebot des Ewigen folgen zu können, Folge leisten zu können. Und dieses Ra als das Böse ist es nun sicher wert, ein bisschen näher zu betrachtet zu werden. Denn es gibt noch mindestens zwei wichtige weitere Bedeutungen dieser Wurzel, natürlich dann üblicherweise anders vokalisiert und vor allem in anderen Kontexten gebraucht, sodass es in der normalen
nennen wir es mal, oder der profanen Sprache keinerlei Problem ist, die auseinanderzuhalten, diese verschiedenen Begriffswolken. Aber im Schriftbild und damit in der wirklichen schriftlichen Tora sind sie eben alle von dieser Wurzel Resh Ein abgeleitet. 270 im Zahlenwert, aber darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Und zwar ist das einmal noch der nächste Rea, zum Beispiel der bekannte Spruch, das ist eins der großen Gebote sozusagen, jetzt noch von Jesus im Neuen Testament. Du sollst Gott, den ewigen, unseren Gott lieben, von deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Vermögen. Dieses Ahavta et Adonai Eloheicha, b'chol levavcha, b'chol nafshecha, b'chol me'oidecha. Und dann fügt aber Yeshua direkt an, v'ahavta l'riacha komoichu. Und du sollst lieben deinen Nächsten wie dich selbst, wie du dich selbst auch liebest. Also, da ist dann dieses Riacha, der Nächste. Aber man könnte es eben auch als dein Böses anstatt dein Nächstes oder dein Nächster übersetzen. Und in diesem Sinne sollte man also sehr vorsichtig sein, überhaupt irgendetwas Böses zu hassen, zu verachten, nicht haben zu wollen, denn der Bezug zum Nächsten, den wir lieben sollen, lieben, wie wir uns selbst lieben. Also diese Liebe ist ja keine Liebe zum Preis seiner selbst im Sinne von, dass man sich selbst stattdessen hassen oder vernichten sollte, sondern die Vorbedingung für die Liebe am Nächsten ist, sich selbst zu lieben. Denn nur am Vorbild der Liebe zu sich selbst kann man überhaupt wissen, was es bedeutet, den anderen genauso zu lieben. Und diesen anderen, also diesen Nächsten, es ist ja nicht einfach der andere, nicht der Acher im Hebräischen, sondern der Reacha, dein Nächster. Das ist eben dann auch in einer Möglichkeit der Übersetzung oder Deutung dein Böses, dein Böser, könnte man auch sagen, der dir Böses tut, zum Beispiel. Das ist ja dann auch im Neuen Testament nochmal sehr ausdrücklich von Yeshua uns empfohlen und quasi auch als Bedingung gegeben, um seinem Weg folgen zu können. Wie er sagt, euer Vater im Himmel lässt die Sonne auch aufgehen über den Guten wie über den Bösen. Und so sollt ihr auch sein, Kinder des Vaters im Himmel. Und deswegen sollen wir eben auch den, der uns Böses tut, sogar noch lieben. Wie das geht und so weiter, soll jetzt an dieser Stelle nicht das Thema sein. Aber das wegzudiskutieren, disqualifiziert einen sozusagen von aller weiteren Befassung mit der Bibel im Sinne, wie sie unser Messias uns vorgelebt hat. Und dieses Böse also, was auch unser Nächstes ist, hat noch eine dritte Bedeutung oder einen dritten Begriff, der auch von dieser Wurzel Resh Ein sich ableitet. Und zwar ist das dann der Hirte oder das Weiden von eben Tieren, von insbesondere Kleinvieh. Und zu diesen Themen des Hirtentums, der Herde, wurde auch schon mal manches gesagt. So Gott will noch einmal irgendwann ein bisschen ausführlicher zu dieser Thematik. Jetzt sei nur im Hinterkopf behalten, dieses die Herde als Begriff zu verstehen für die gesamte eigene Lebenserfahrung und Erinnerung und das verlorene Schaf als vielleicht nur eine Kleinigkeit von dem, was man erlebt hat, aber auch das für wichtig nehmen. Nur dann ist man ein guter Hirte, wenn man wirklich auch das Geringste seiner Herde für wichtig nimmt, für so wichtig, dass man alles sozusagen riskiert, um es wieder zu haben, wiederzufinden und zu bewahren, zu beschützen. Und dieses Hirtentum also hat auch wieder diese Wurzel Resh Ein, dieses, was auch mit dem Bösen und dem Nächsten zu tun hat. Zera
Der Same ist also nicht einfach nur dies ist böse, sondern auch dies ist dein Nächster, dein Genosse, dein dir Nächstes. Es ist einem sehr nah, also. Und es ist auch das, was als dieser Hirte zusammenhält, die Herde, zumindest wenn es wiederum ein guter Hirte ist. Kann man paradoxerweise das so formulieren, wenn also dieses Böse ein gutes Böses ist. Und was das bedeutet, möge jedem aufleuchten, wenn er sich erst einmal damit befasst hat, vor allem mit dem Bösen, was ihm selbst widerfährt, und er sich klar macht, dass es nicht darum geht, nun selber Böses anzurichten, weil man ja erfahren hat, dass es auch Gutes mit sich bringt, sondern darauf vertraut, dass ohnehin schon genug Böses da ist, allen Menschen um einen herum schon genug Böses widerfahren ist, man da keineswegs selbst noch für nachhelfen muss, sondern dass man als einzige Aufgabe hat, dieses eh schon vorhandene Böse seinen Mitmenschen, wie man es für sich selbst auch erleben durfte, dann zum Guten zu transformieren versucht oder vorzuleben versucht, wie aus dem Bösen, was einem widerfährt, sogar noch das Gute sich ergibt, so wie dann in der jüdischen Überlieferung gesagt wird, aus ganz schlimmen Bösewichtern sozusagen, aus dem Sisera, im Buch der Richter, möge man die Geschichte nachlesen, oder auch aus dem Haman, im Esther-Buch, dem bösen Amalekiter, der alle Juden vernichten will. Von diesen genannten bösen Personen stammen dann letztlich nach einigen Generationen ganz große Weise in Israel ab. Akiva zum Beispiel, zu dem ja schon manches gesagt wurde, hier und da, nicht so ausführlich auf einen Blick, aber Akiva, einer der wirklich wichtigsten Tanaiten, also Lehrer der Mishnah in der Zeit, so kurz nach der sogenannten Zeitenwende, also nach dem Beginn unserer westlichen abendländischen Zeitrechnung, dieser Akiva soll abstammen von einem dieser Bösewichte und eben auch andere große Menschen, auch Propheten zum Beispiel, die dann schon im Alten Testament auftauchen. So drückt sich also auch in dieser Erzählung etwas aus, was jetzt weniger wichtig ist, es so historisch, physisch zu sehen. Mag sein, auf irgendeiner Ebene wird es schon stimmen, dass auch ganz handfest ein weiser Mensch abstammt von einem ganz üblen Bösewicht vor vielen Generationen. Aber was sich da eben eigentlich ausdrückt, ist, dass sogar aus diesem Bösen, sogar diesem abgrundtief Bösen, und jeder möge selber in seinem eigenen Leben, seiner eigenen Weltsicht, seinem eigenen Erfahrungs- und Leidenschatz suchen und sich diese Frage beantworten, was für ihn dieses abgrundtief Böse ist, sogar daraus entsteht nicht einfach nur auch einigermaßen Gutes, sondern sogar etwas unfassbar erhoben Gutes, herausgehoben Gutes, also etwas wie eben so ein Weiser, der nur in sehr, also solche Weisen tauchen nur in sehr geringer Zahl in jedem Geschlecht auf, sind also wirklich etwas aus der Masse noch einmal im guten Sinne herausstechendes. Und sogar so etwas kommt aus dem Bösen hervor. Und das ist aber eben erst nach der Zeit, nach den Generationen, die bis dahin vergangen sind. Denn es ist eben doch ein Geschenk, die Dauer, dass es dauert. Da sind wir wieder ein bisschen beim zweiten Tag. Nur durch diesen zweiten Schöpfungstag ist uns die Möglichkeit des zeitlichen Ausgedehntseins unserer Erfahrung hier in der Verbannung, im Exil, geschenkt. Seran, davon gehen wir aus hier gerade. Der Same, also natürlich könnte man da noch sehr, sehr, sehr in die Tiefe gehen. Jetzt sei nur soweit festgehalten, dass eben dieses Prinzip des Seraa, des einerseits Samens, aber dann auch eben diesen Bezug zu dem Bösen, gerade an diesem dritten Schöpfungstag, einen so ausgeprägten, also so ausgeprägt erscheint und so deutlich benannt wird, eben sechsmal in diesen wenigen Versen. Und
muss man es nicht so verstehen, dass am dritten Tag erst das Böse entsteht, aber es zeigt sich eben erst bis so handfest, dass es sogar in den Zeichen der Heiligen Schrift anzutreffen ist, als diese wirkliche Zeichenkombination. Sera, also sein Resch ein, oder eben einfach Resch ein, was ja immer dann da drin steckt. Das war vorher noch nicht gegeben. Und trotzdem war natürlich angelegt alles schon am ersten Tag. Das Urchaos als die Widersacherkraft gegenüber der Ordnung, die durch die Schöpfungsworte herbeigerufen wird, sozusagen. Und dann natürlich noch einmal besonders prominent mit Potenzial versorgt, diese Widersacherkraft durch das Geschehen des zweiten Tages, wo also die große Spaltung ihre Heimat hat, beheimatet ist. Und das zieht sich natürlich weiter durch alles, was dann kommt. Dieses in den tieferen Schichten angelegte zeigt sich natürlich auch in den immer weiter bis an die Bewusstseinsoberfläche sich annähernden Schichten. Und dann in dieser siebten Tagesschicht, in der wir äußerlich betrachtet leben, ist sowieso alles mit enthalten. So viel vielleicht für heute, zu diesem dritten Tag. Was wir jetzt nicht nochmal wirklich angesprochen haben, war natürlich die Sache mit den Bäumen, im Sinne von der Formulierung Etz peri osse peri, also der Baum, der Frucht ist und Frucht macht, der eigentlich das ist, was Gott in die Existenz ruft, wenn aber dann steht, was passiert, und es brachte hervor die Erde dies und jenes, und unter anderem dann auch den Baum, da wird nur noch gesagt, den Etz osse peri, also nur noch den Baum, der Frucht macht. Aber dieses eine Mal peri taucht nicht mehr auf. Und da sagt man dann, und dazu wurde schon an anderer Stelle was gesagt, deswegen können wir es hier eben auch abkürzen, aber es sei eben noch mal kurz hier im Nachhinein erwähnt, dass eben so gedeutet wird, dass bei dem, was Gott spricht, die Rede von dem Baum des Lebens ist, dem Baum, der schon Frucht selber ist und gleichzeitig auch Frucht noch macht, also Sein und Werden in Einheit und Vollkommenheit, dass dann aber das, was erzählt wird, was die Erde hervorbringt, die Oretz, also man könnte auch sagen, wiederum, wie schon gesagt, das Arutz, dass ich laufe in Richtung etwas, ich will etwas, der Eigenwille, dieser Impuls zum Ego, könnte man überspitzt sagen, das bringt dann etwas hervor, was nicht ganz heranreicht an das, was eigentlich von Gott in die Existenz gesprochen wird. Denn es kommt nur der Etz aus Seperi, der Baum der Frucht macht. Also nur das Werden kann dieser Ego-Wille, die Eretz, die Oretz, die Erde hervorbringen. Und so entsteht eben aus diesem Ego-Willen, könnte man sagen, die Trennung in diese zwei Bäume. Eigentlich ist eben Sein und Werden in einem schon enthalten, in diesem Baum des Lebens. Aber dadurch, dass wir, dass ich, nur das Werden hervorbringen, als dieses Eretz, als dieses Ich-Will, ist eine Spaltung da, die eigentlich nicht da ist, so könnte man vielleicht sagen. Aber in dem, was sich uns zeigt, was erscheint, wie es dann ja auch im zweiten Schöpfungsbericht noch ganz ausdrücklich gesagt wird, der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Dort also dann diese Zweiheit tatsächlich den Worten nach einfach beide da, in der Mitte des Gartens, in der Mitte dieses Umhegten der Wonne, diesem Gan Beiden, diesem Gan Eiden. Genau in diesem zeigt sich uns also dann diese Wahlmöglichkeit.
in jedem Moment aufs Neue. In diesem Sinne, Shalom Aleichem.